Wir nehmen das Beispiel des Wudu beim Kamelfleisch. Wenn Kamelfleisch verzehrt, muss man den Wudu machen infolgedessen. Es gibt hier zwei Hadith, der Hadith von Al-Bara ibn Azib und noch einen anderen. Darin kam ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und er sagte, Ana tawadda'u min luhum al-ghanam. Sollen wir uns vom Fleisch der Arnam, das heißt Schafe und Ziegen, sollen wir danach den Wudu nehmen? Er sagte, wenn du willst. Und dann fragte er ihn, Ana tawadda'u min luhum al-ibil. Sollen wir vom Fleisch der Kamele uns waschen? Er sagte, na'am, ja, tut dies. Was entnehmen wir daraus? Befehlsform, richtig? Er sagte, tawadda minha, wasche dich von ihr, wegen ihr. Also nach dem Verspeisen des Kamelfleisches. Eine Befehlsform, die vordergründige Bedeutung der Befehlsform ist, dass es eine Pflicht ist. Aber es muss nicht immer für eine Pflicht verwendet werden. Wie würdet ihr diesen Text einstufen? Eindeutig, oder? Die meisten, wenn sie über dieses Thema diskutieren und diesen Hadith irgendwo mal gehört haben, und sagen sie, das ist ein eindeutiger Hadith, keine andere Sache wird geduldet, die Meinungsverschiedenheit darf hier nicht geduldet werden, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ausdrücklich gesagt, ja, wascht euch, Befehl. Das ist übrigens nur die Auffassung der Hanabila. Die Jumhur, das heißt alle anderen Madahib, sind der Auffassung, dass das nicht verpflichtend ist. Warum? Die haben doch eine vordergründige Bedeutung, oder nicht? Sie haben ein Indiz. Sie haben ja ein Indiz, weshalb sie sagen, nein, hier ist nicht die vordergründige Bedeutung des Befehles gemeint im Sinne der Pflicht, Musshandlung. Und zwar, das Indiz ist hier, dass die Befehlsform nach einer Frage aufgetaucht ist. Befehlsform nach einer Frage ist nicht mehr für die Pflicht bei ihnen. Das kennen wir auch so aus der Sprache. Wenn ich zum Beispiel, wenn du mich fragst, beispielsweise du fragst mich was, soll ich deine Festplatte formatieren? Und dann sage ich in Befehlsform zu dir, formatiere meine Festplatte. Verstehst du daraus eine Pflicht? Muss nicht sein. Ich habe das aber nur so ausgedrückt in Folge deiner Frage. Und sie sagen, genauso ist es hier. Wenn die Antwort in der Imperativsform, also das heißt in der Befehlsform, nach einer Frage auftaucht, ist sie nicht mehr für die Pflicht. Das ist ein sprachliches Indiz. Das ist nämlich in der arabischen Sprache so. Nicht nur. Oder zum Beispiel in der Aussage Allah Ta'alas, ihr wisst, der Muhrim, jemand, der im Zustand des Ihram ist, da gibt es um die 9 Dinge, die ihm verboten sind. Im Zustand des Ihram gibt es um die 9 Dinge, die ihm verboten sind. Der Ihram, ich nenne es mal den Weihzustand, so übersetzen sie das. Wenn du in die Umrah, mit der Umrah oder der Hajj beginnen möchtest, darfst du beispielsweise darfst du nichts mehr vom Körper ernehmen, Haare, Fingernägel, Haut. Du darfst dich nicht mehr parfümieren. Der Mann darf keine Kopfbedeckung tragen. Der Mann darf keine geschnittene Kleidung, maßgeschneiderte Kleidung tragen. Nein, es müssen einfach offene Tücher sein. Er darf nicht mehr verkehren mit seiner Ehefrau. Er darf nicht heiraten während des Ihram. Er darf nicht jagen. Er darf kein wildes Tier jagen. Darf ich einen Huhn schächten? Als Muhrim. Es sind Hühner, wilde Tiere. Ne? Hühner schächten, Schafe, Ziegen, darf ich schächten. Aber dann ist gemeint wild, dass man jagt. Das sind Dinge, die der Muhrim nicht tun darf. Ah, genau, die Befehlsform. Allah Ta'ala sagt zu den Muhrimun, und er sagt, es kam vorher ein Verbot, und dann sagt Allah Ta'ala, وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, und wenn ihr euch von dem Weihzustand aufgelöst habt, فَاصْطَادُوا, Befehlsform.
geht jagen. Ist hiermit gemeint, dass man tatsächlich verpflichtet ist, nach dem Ihram nochmal jagen zu gehen? Es ist ja eine Befehlsform. Aber das ist ein anderes Beispiel dafür, wo die Befehlsform nicht mehr für die Pflicht ist. Sie sagen, Befehlsform nach vorgegangenen Verbot ist für die Ibaha, Legitimierung. Das heißt, Istadu, was hier eigentlich bedeutet, Jagd in Befehlsform, hiermit ist gemeint, du darfst wieder jagen. Genauso bei der Frage nach dem, bei der Befehlsform nach der Frage. Das deutet darauf hin, es ist erwünscht, sogar sehr stark erwünscht, aber nicht verpflichtend. Die Jumhur sind dieser Auffassung. Die Hanabila, wie gesagt, missachten das aus Umständen und sind der Auffassung, dass es verpflichtend ist. Aber wie wir sehen, ist beides möglich, oder? Es ist beides möglich. Beides kommt in Frage. Und deswegen gibt es überhaupt diese Meinungsverschiedenheit in dieser Sache. Wenn man solche Fakten betrachtet und wenn man ein bisschen das Usul Fiqh studiert und erkennt die Wege, die Vorgehensweisen der Rechtsgelehrten erkennt, dann erkennt man auch die Ursachen des Khilaf. Man erkennt die Methodenlehre der einzelnen Rechtsschulen, wie sie vorgehen. Und das weitet deine Brust. Das weitet, also bildet in dir mehr Toleranz für die verschiedenen Auffassungen im Fiqh. Und eine andere Sache, es zeigt dir auch, dass das nicht so einfach ist. Dass es eine gewisse Komplexität in sich hat, die Rechtslehre im Islam. Und dass es nicht einfach ist, immer diese Devise, die manche so haben in den Sachen, Koran, Sunnah. Wir sind Koran, Sunnah. Ich finde das nicht nur lächerlich, wenn das ein Laie von sich gibt, weil die meisten, das ist Fakt, die meisten, die sich damit brüsten und rumrennen und rumschreien, die meisten von ihnen haben nichts von der Sunna gelesen. Sie haben auch nur gehört, man sagt ihnen hier, das ist ein Hadith in Bukhari oder in so und so. Er kann das nicht mal vergewissern. Ob das überhaupt stimmt, ist das wirklich ein Hadith in Bukhari? Nicht mal das geht, ganz abgesehen davon, dass er die ganzen Bücher des Sunna niemals gelesen hat. Begonnen mit den 6 Standardbüchern des Sunna. Es sind aber nicht alle, und viel mehr. Die meisten von ihnen haben nicht einmal das gelesen. Und dann brüsten sie sich dann mit Koran und Sunna. Und die andere Sache ist, das finde ich auch etwas nicht nur lächerlich, sondern auch es grenzt an Anschuldungen und Verleumdungen der Rechtsgelehrten, dass sie ihre Rechtslehren nicht auf dem Koran und Sunna aufgebaut haben, sondern auf irgendetwas anderes. Und das ist tatsächlich so, es gibt in einigen Kreisen gibt es diese Vorstellung. Es gibt einmal den Fiqh der Madhahib, dann gibt es einmal Fiqh Sunnah. Er hat sich wirklich etabliert, diese Bezeichnung Fiqh Sunnah. Das ist also der 5. Fiqh. Was suggeriert eigentlich diese Aussage oder diese Bezeichnung alleine? Was suggeriert sie denn? Dass der Fiqh der Madahib das Fiqh Taurah und Injil ist, oder? Fiqh der Taurah und des Injil, nicht des Koran, der Sunnah. Grenzt schon wirklich in Richtung Verleumdung. Aber sowas kann nur jemand sagen, der keine Ahnung hat, meistens. Keine Ahnung über diese Komplexität hat. Keine Ahnung hat über die Vorgehensweise des Fiqh. Bei ihm besteht das einfach aus Texten oder Übersetzungen, die er gelesen hat, aus denen er vermeintlich etwas versteht und er denkt vermeintlich, dass daraus nichts anderes verstanden werden kann. Und dann hat er halt eben diesen Tunnelblick. Den Tunnelblick, an dem er nur noch eine Sache sieht, alles andere kann er nicht mehr sehen. Und es ist auch tatsächlich so, dass auch hier in Deutschland viele von dieser Form existieren. Ja, aber selbst das ist witzig. Du alleine, wenn du sagst, dieser Hadith ist sahih oder da'if, das ist auch meist eine Sache, in der es unterschiedliche Auffassungen geben kann unter den Hadith-Gelehrten. Wenn du jetzt sagst, das ist sahih, weil das Fulan gesagt hat, was ist das?
Unabhängigkeit oder Abhängigkeit immer noch? Hm? Du bist abhängig, das ist der Taqlid. Das ist selbst der Taqlid. Aber wenn du selbst dazu kommst, durch eigene Kompetenz zu sagen, dieser Hadith ist nach meinem Erkenntnisstand nicht authentisch, wegen so und so, aber auch nicht abgeguckt und abgelesen, dann können wir sagen, hier bist du mindestens hier, bist du jetzt unabhängig geworden. Aber das ist nicht der Fall. Das heißt, man ist abhängig einmal in der Authentizität des Textes, vom Koran ist abgesehen, und zweitens abhängig davon, was man daraus verstanden hat. Ja, auch hierin bist du dann abhängig. Das heißt, du kannst dich so brüsten, wie du willst mit Koran und Sunna, du verlässt in Realität nicht den Taqlid. Du bist immer noch ein Muqallid. Muqallid von Fulan und Allan, von so und so, bei irgendeinem Zeitgenossen. Aber da muss man sich auch wieder weiter fragen, ist es für mich besser, einen x-beliebigen Zeitgenossen blind zu folgen? Ich nenne das jetzt mal blind, ja. Ich nenne den Taqlid mal so blind folgen. Aber in Realität hat dieser Begriff eine negative Konnotation, Blindbefolgung. Deswegen mag ich den eigentlich nicht. Weil das ist ja wie wenn du zu einem Arzt gehst, ne? Und du hast gar keine Ahnung über Medizin. Und er verschreibt dir eine Medizin. Du vertraust auf seine Kompetenz, auf seine fachliche Kompetenz. Und vertraust darauf, du wirst ja nicht mit ihm auf Diskussion eingehen, ne? Warum dieses Medikament, Herr Doktor? Und dann kennst du ein paar Bestandteile der Medizin und streitest und diskutierst mit ihm darüber. Auch nur wegen Hören, Sehen. In der Realität weißt du auch nichts über diese Bestandteile. Das macht alles keinen Sinn. Aber es gibt tatsächlich solche Leute. Ich habe einen Bekannten, der hat mir also das selbst erzählt. Der ist so ein bisschen kritisch eingestellt, was Ärzte und so angeht, Medizin. Der ist zum Arzt gegangen, hat ihn so ausgebohrt mit Fragen und hat ihm in vielen Sachen widersprochen. Irgendwann hat der Arzt gesagt, sag mal, bist du der Arzt oder ich? Ehrlich.